Und da kommt schon die Maus über den Hügel. Das heißt, wir treten erstmal den Rückzug an. Ich denke, das ist einfach das Einzige, was man hier machen kann und sollte. Gegen eine Maus wollen wir definitiv nicht kämpfen. Da kommen wir, wenn dann, überhaupt nur durchs Heck durch mit unseren 175 mm. Hallo und herzlich willkommen zu World of Tanks. Heute mal wieder ein Game in einem Medium Tank. Und zwar sind wir in dem tschechischen TVP unterwegs. TVP VTU, das ist ein Tier 8er und ein, ich sag mal, sehr interessanter Panzer. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich Gutes über den sagen kann. Ist ein sehr schwieriges Gefährt. Das gucken wir uns jetzt einfach mal so an, was der so drauf hat und was eher nicht. Der Panzer ist im Moment noch Stock. Und, also fast Stock. Ich habe so ein paar Sachen schon so ein bisschen abgegradet, aber der Panzer ist noch ganz neu. Und wir haben jetzt tatsächlich ein richtig gutes Game hier in diesem Fast-Stock-Panzer, was ja doch ziemlich selten ist. Und ich habe gedacht, das gucken wir uns einfach mal zusammen an. Vielleicht motiviert es euch ja so ein bisschen zu sehen, was theoretisch möglich ist, auch mit dem Stock-Panzer zu machen. Natürlich gehört zu der ganzen Sache unglaublich viel Glück. Das ist immer das Wichtigste in World of Tanks. Natürlich brauchen wir auch einen Haufen Glück, damit alles hier nach Plan läuft. Und so wie wir uns das wünschen, ganz klar, jetzt wird schon der erste Gegner gespottet. Und ich spiele natürlich ziemlich defensiv. Wie gesagt, das ist ein Stockpanzer. Das Ding taugt meiner Meinung nach auch nicht wirklich viel. Es gibt nicht so wirklich was, was dieser Panzer jetzt wirklich gut kann. Abgesehen davon, dass er eine relativ gute Kanone hat. Also ich bin sehr zufrieden mit der Kanone. Ihr seht schon, ich habe zu wenig Gun Depression, um hier über den Hügel zu zielen. Ich versuche da so ein bisschen, ich manövriere so ein bisschen hin und her, um hier möglichst dann doch noch da runter zielen zu können überhaupt. Entscheide mich dann weiterzufahren, weil ich da wahrscheinlich keinen guten Schuss hier durchkriegen wert und lasst aber trotzdem erstmal die Heavies und die stärkeren Medium Tanks hier vorfahren. Das ist auch kein gutes Matchup. Wir sind natürlich im Tier 10er Match gelandet mit unserem Tier 8er hier und ich weiß im Moment noch nicht so genau, was ich hier am besten machen soll. Da wird wieder ein Object 432 gespottet, ein Tier 9er, und den holen wir uns natürlich dann direkt. Da wird nicht lang gezögert. Das Spiel entwickelt sich so, das ist ganz wichtig, dass man da so ein bisschen abwartet mit so einem Low-Tier-Panzer und auch mit Stockpanzern gerade und ja, das Spiel sich so ein bisschen entwickeln lässt und einfach die Möglichkeiten, die sich bieten, so ein bisschen nutzt. Wenn wir dann die Front vorfahren, dann bringt es auch nichts, dann platzen wir einfach nur. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal ein ziemlich guter Hit, zumindest der erste. Der zweite ist leider abgeprallt. Man muss sich ja berücksichtigen, wir sind hier im Moment unterwegs mit einer 175 mm Penetration Kanone und das ist ja wirklich nicht so das Tollste auf Tier 9 bis 10, wo wir uns hier bewegen. Sehr schön, der Centurion 5.1 scheint hier jetzt im Moment AFK zu sein. Ich weiß es nicht genau. Der bewegt sich jedenfalls nicht mehr und das wird auch so bleiben, kann ich jetzt schon sagen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, den so ein bisschen abzufarmen, was uns natürlich sehr dabei hilft, hier ein gutes Match rauszuholen. Wie gesagt, gehört unglaublich viel Glück dazu, mit einem Stockpanzer bei schlechtem Matchup ein richtig gutes Game rauszuholen. Und ja, hier ist unser Glück auf jeden Fall. Ist uns unser Glück hold, würde ich sagen. Unser Team ist damit beschäftigt, hier die Heavy-Flanke zu halten, während wir hier den Centurion genüsslich zerkauen und versuchen, den irgendwie zu treffen. Unsere, ja, Genauigkeit ist natürlich auch nicht die beste, aber sie ist eigentlich relativ gut für einen Tier 8er. Das ist eine riesen Reichweite hier. Tier 8er Mediums, die sind generell nicht so super gut auf die Entfernung. Und da kommt schon die Maus über den Hügel. Das heißt, wir treten erstmal den Rückzug an. Ich denke, das ist einfach das Einzige, was man hier machen kann und sollte. Gegen eine Maus wollen wir definitiv nicht kämpfen. Da kommen wir, wenn dann, überhaupt nur durchs Heck durch mit unseren 175 mm. Warum ich gesagt habe, der TVP ist interessant. Das hat zwei Gründe. Nummer eins, wie gesagt, der Panzer ist einfach nichts wirklich Besonderes. Es ist schwer, irgendwie eine wirkliche Stärke hier zu finden an diesem Gerät. Ich versuche da so ein bisschen unter diesem Werk durchzuschießen, schafft das auch nicht, Ziel wahrscheinlich nicht lang genug. Die Kanone ist wie gesagt nicht super genau, unsere Crew ist noch nicht bei 100%, kommt auch noch dazu und so weiter und so fort. Das heißt, wir verfehlen hier leider den UDES immer wieder, schon wieder. Und ich weiß auch nicht, ob wir da durchkommen werden mit 175 mm, ist natürlich jetzt auch nicht allzu viel. Der E100 schießt zum Glück auf das Object 257 aus unserem Team. Ich versuche ihn zu tracken, hat natürlich nicht funktioniert. Wahrscheinlich wird unser Schaden gar nicht ausreichen, um ihn überhaupt zu tracken. Der Centurion fährt durch, zerlegt weiter unseren Heavy. Wir schießen den Centurion so ein bisschen ins Heck. Wie gesagt, super wichtig, dass man sich zurückhält, ist klar. Wir können hier nicht wirklich viel ausrichten. Wir sind hier nur Support-Vehikel und versuchen hier... Jetzt haben wir ihn getrackt und auch noch angezündet. Super nice. Da brennt er noch. Jetzt ist er gut gelöscht.
Und der letzte Schuss setzt ihn außer Gefecht. Leider zerstört er hier unser Object 257, beziehungsweise der Skorpion hat den erwischt. Und da kommt der Patton in die Ecke. Ich bin so ein bisschen mutig, fange mir auch direkt eine Schelle ein. Aber immerhin haben wir den Patton auch mal so ein bisschen erwischt. Ich wollte ihn natürlich tracken da draußen, das wäre super gut gewesen. Aber wie wir sehen, stirbt er auch so. Das Tracken war gar nicht notwendig. Jetzt kriegen wir schon wieder auf die Nase hier von der UDES. Die hat sich da hinten verschanzt. Ich habe keine Chance, sie zu treffen. Wir kommen frontal wahrscheinlich auch nicht durch. Das sind die neuen schwedischen Medium Tanks. Auch ganz interessante Fahrzeuge. Ziemlich gefährlich für Panzer wie mich hier. Die AT erwischt ihn volles Rohr. Hat sich für uns gelohnt. Die haben ihn natürlich gespottet und das Spotting hier kassiert. Ja, das sind Panzer, die haben zwar nicht viel Panzerung, haben aber so ein angeschrägtes Fahrzeug, dass sie hier frontal nicht durch die durchkommen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall abprallen mit 175 mm und so einer kleinen Kanone hier. 125 mm Penetration und der kleinen Kanone. Das ist übrigens eine 100 mm Kanone, wenn ich mich recht entsinne. Interessant. Kommen wir zum Thema zurück. Ich habe den Panzer interessant genannt. Das liegt daran, dass es hier so ein paar Optionen gibt. Und zwar hat der 4 Kanonen. Und das ist tatsächlich ganz interessant, sich da eine auszusuchen. Ich habe mich für die 8,8 cm Kanone, also die 88 mm Kanone, entschieden letztendlich. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich die noch nicht. Das ist wie gesagt noch fast ein Stock-Tank. Ich habe gerade die zweite Kanone freigeschaltet. Das war die 100 mm mit 250 Damage und 175 Penetration. Also man kann damit auf jeden Fall arbeiten. Hat auch einen relativ guten DPM, also Damage per Minute. Dann gibt es eben noch die 88 mm Kanone. Die ist, glaube ich, sogar ein bisschen besser vom Damage per Minute. Auf jeden Fall ähnlich. Das müsste ich jetzt nochmal die Daten genau checken. Auf jeden Fall sehr interessant mit den 4 Kanonen. Ich spotte hier weiter für unsere Artillerie. Das scheint sich jetzt zu lohnen, die trifft wirklich gut. Und wir halten hier praktisch alleine die Flanke. Das ist auch sehr wichtig. Wenn ich hier wegfahren würde, könnten die Gegner da einfach durchfahren. Ich bin der Einzige, der die Flanke hier oben hält. Unser Team bewegt sich da unten am Hügel entlang. Das ist also echt eine gute Sache, was wir hier machen, auch wenn wir nicht wirklich was tun und dafür nichts kriegen. Trotzdem halten wir die Flanke und helfen unserem Team dadurch auf jeden Fall weiter. Die 88 mm Kanone ist zwar etwas kleiner, hat aber den Vorteil, dass wir 6 Penetration mehr haben. Das heißt, wir sind dann bei 194 Penetration. Machen 10 Schaden, weniger Alpha-Damage ist ein bisschen niedriger, 10 Punkte, macht jetzt nicht wirklich viel aus. Der Schuss war eigentlich, den hätten wir uns sparen können, wir kommen da auf jeden Fall nicht durch. Ist ein IS-3 mit, ja, das steht da praktisch Hull down, wir können nur auf die Turret schießen, das bringt uns nicht wirklich viel. Wird nicht funktionieren, werden wir mit 175 mm auf gar keinen Fall durchkommen. Der erwischt uns hier in die Seite, wahrscheinlich so ein, ja, der hat uns direkt vorne in die Seite erwischt, man hat es gesehen. Wenn wir uns das angucken, ganz am Rand hier hat er uns erwischt, oder? Nee, hat er gar nicht. Er hat uns seitlich in die Turret erwischt. Okay. Das wird ein Overmatch sein. Das heißt, er hat eine große Kanone. Wir haben ganz wenig Panzerung. Und wenn der uns damit trifft, dann geht es auf jeden Fall durch. Da kommt der Progetto um die Ecke. Progetto 65, Tier 10er, Autoloader oder Auto-Reloader. Haben wir gar keine Chance zu gegen den. Also der hätte mich praktisch, ja, mit... Der hätte mich fast mit 100% der Hitpoints hier zerlegen können. Also, der macht so viel Schaden, der... Gegen den haben wir ganz, ganz schlechte Karten. Ja, auf jeden Fall trotzdem ein gutes Match für uns. Wir haben jetzt 2200 Damage, was wir sehen. Da kommt die Maus runter. Und unser Team spielt hier relativ, ja, ich weiß nicht, was die machen. Die spielen so ein bisschen Lone Wolf. Die spielen alle einzeln, gehen die Maus einzeln an. Ich weiß nicht, was das soll. Der gegnerische Progetto hätte jetzt noch die Chance, auf jeden Fall das Match zu gewinnen. Der zerlegt auch noch einen von uns, Object 430. Auf jeden Fall ein gefährlicher Panzer. Da hat er sich schon mal was hier... Da hat er sich schon mal ganz gut was freigekämpft. Jetzt könnte er theoretisch, mal gucken, was er macht. Der muss natürlich auch irgendwann nachladen, aber die Maus wird jetzt vom Object 140 bearbeitet. Wir sehen von hier aus jetzt nicht wirklich super viel. Der Centurion kommt jetzt langsam dazu. Also die kämpfen einfach einzeln gegen die Maus, anstatt sich da zusammenzutun. Das ist natürlich nicht wirklich sinnvoll und dementsprechend ziemlich gefährlich. Aber so viel kann ich schon mal verraten. Das Match geht auf jeden Fall als Sieg für uns aus. Da kommt der Progetto und... holt sich das Object, denke ich mal. Ja, sieht so aus. Tschüss, Object. Und wer hätte es gedacht, tatsächlich eine Mastery Badge in einem Stockpanzer im schlechtest möglichen Matchup. Also auf jeden Fall eine coole Sache. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Ich wollte euch noch ganz kurz die Kanonen vorher zeigen. Da bin ich nicht ganz fertig geworden. Es gibt, wie gesagt, hier diese drei, die jetzt für uns gerade relevant sind. Das ist nämlich die ich benutzt habe. Das ist jetzt aber nicht die Kanone, die ich langfristig nutzen würde. Die ist auf jeden Fall ganz interessant, aber da gibt es eben diese 88 mm Kanone, die ich wegen der höheren Penetration auf jeden Fall bevorzugen würde. Und die hat tatsächlich deutlich mehr als die 100 mm. Ich habe vorhin die 10,5 cm und die 8,8 cm verglichen und hatte gar nicht daran gedacht, dass die 100 mm sogar nur 175 Penetration hat, die hier aber 194, also wirklich deutlich mehr.
deutlich bessere DPM. Die können wir uns hier, glaube ich, auch irgendwo anschauen. Bei Weaponry haben wir bestimmt irgendwo Damage per Minute stehen. Ja klar, der größte Wert hier oben ist ja klar. Wir haben jetzt im Moment die 10,5, glaube ich, ausgewählt. Wir haben 1820 mit der Kanone, mit der 100mm hätten wir aber 1955 und mit der 8,8 hätten wir sogar 2145. Also auf jeden Fall die höchste DPM, ein Grund, die Kanone zu nehmen. Zweiter Grund, wie gesagt, höchste Penetration. Und das spricht eigentlich für sich, viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Die nehme ich auf jeden Fall. Ist auch genauer und zielschneller als die 10,5mm. So, wir haben auf jeden Fall noch die Accuracy dabei und Dispersion 0,35. Bei der 10,5 hätten wir 0,38. Also meiner Meinung nach definitiv Allround die bessere Kanone, auch wenn es manchmal vorteilhaft ist, hier ein bisschen mehr, ja, ein größeres Kaliber zu haben, aber ich würde auf jeden Fall diese Kanone wählen. Hoher Alpha-Damage ist natürlich auch mal von Vorteil, aber mir ist auf jeden Fall die DPM wichtiger. So viel mal zu den Kanonen. Ich denke, das ist noch super interessant an dem Panzer. Der Rest ist eigentlich ganz klar, da gibt es nicht wirklich viel zu wählen. Es gibt auch wieder zwei Turrets, nimmt man auf jeden Fall die bessere. Kann es noch ganz kurz anschauen. Da gibt es die Standard-Stock-Turret und die verbesserte. Die hat deutlich höheren Turret-Traverse und hat auch höhere View-Range. Macht es auf jeden Fall Sinn, die zu nehmen. Gibt eigentlich keinen Grund, die andere Turret zu nehmen. Die hat, glaube ich, ja, die hat gar keinen Vorteil. Also das ist eindeutig bei den Kanonen so ein bisschen interessanter. Ja, wir haben eine Mastery Badge bekommen. Wir haben 40.000 Coins hier nicht kassiert, aber auf jeden Fall gemacht. Wir müssen natürlich noch unsere Kosten davon abziehen. 3.354 XP. Ich denke mal, das war ein Double oder sowas in der Art. Und wir haben einen Haufen Panzer erwischt. Gucken wir mal in den Teamscore rein. Wir sind natürlich Erster geworden. Wir haben zwei Badges hier, den Fire for Effect und den Bruiser Medaille bekommen. Und wir haben jetzt 2.227 Damage gemacht. Das reicht nicht aus für eine Mastery Badge. Was natürlich noch wichtig ist, wir haben auch so ein bisschen Spotting hier gemacht, weil wir eine ziemlich gute Artillery hatten. Wie gesagt, absolut wichtig, Glück zu haben bei World of Tanks, sonst kommt da kein gutes Spiel bei raus. Wir hatten zum Glück das Glück, eine richtig gute Artillerie zu haben, die uns da auch wirklich supportet hat. Also wir sind mit 20.774 da rausgegangen, ist jetzt nicht super viel, aber auf jeden Fall genug, denke ich. Ich hatte sogar ein Personal Reserve laufen und daher kommen dann hier die 3.354 XP. Auf jeden Fall ein super cooles Match. Ich habe mit dem Panzer nicht so viele gute Matches, ganz ehrlich. Camo-Rating ist eher schlecht, das Ding ist riesengroß, hat null Panzerung. Das einzige Gute, was man wirklich sagen kann, ist, die Kanone ist auf jeden Fall gut. Die Kanonen sind alle halbwegs in Ordnung und die 88mm ist auf jeden Fall ein absoluter Favorit. Ist eine gute Kanone, damit kann man arbeiten. Der Panzer, also der fahrbare Untersatz, ist jetzt nicht so das, was ich mir vorstelle. Mal gucken, wie das ist, wenn er dann vollständig upgegradet ist und das Team bei 100% ist, aber ich denke nicht, dass sich da sehr viel verändern wird. Das war's erstmal für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat dieses kleine Replay gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da, ich würde mich freuen. Ich hatte auf jeden Fall einen riesen Spaß. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.